Der 4. Juli, kein gewöhnlicher Tag. Die Amerikaner haben Feiertag, einer der höchsten Feiertage dort. Der Unabhängigkeitstag, Independence Day, 4th of July. Das heißt, kein Börsenhandel. Der Rest der Welt handelt natürlich und freut sich über eine mögliche EZB-Chefin und damit Draghi-Nachfolgerin Christine Lagarde und damit eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik. Hatten wir auch gestern schon gesehen, diese Gerüchte, diese Freude, dieser vorauseilende Gehorsam. Aber was wir auch sehen auf der anderen Seite, das kräftige Wochenplus von etwa 2%, das hat weniger mit Lagarde und der EZB zu tun. Das ist das Thema G20-Gipfel in Japan und die Annäherung oder der Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen USA und China. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor belastende Faktoren, nämlich Handelsstreit USA und EU. Hier sind die Fronten nach wie vor verhärtet. Und dann haben wir noch das Thema Iran. Hat man angekündigt, am Wochenende voll einzusteigen in das Thema Urananreicherung, damit weiter auszusteigen aus dem Atomvertrag. Und das ist keine gute Nachricht. Dann haben wir noch den amerikanischen Arbeitsmarktbericht der Regierung. Den gibt es zwar erst morgen, aber wir hatten ja schon den ADP, diese private Organisation. Und hier sieht man ganz deutlich, die amerikanischen Unternehmen, vor allem die kleineren Unternehmen, nehmen hier schon mal den Fuß vom Gas. Also da trübt sich am Horizont so ein bisschen etwas ein und das kann sicherlich nicht gefallen. Wir schauen auf die Top-Themen des Tages und da haben wir Werte aus der zweiten Börsenreihe. Einmal Osram, haben wir gestern schon ein kräftiges Plus gesehen beim Leuchtenhersteller. 11% ging es aufwärts. Angeblich ein Kaufangebot der beiden Finanzinvestoren Carlyle und auf der anderen Seite Bain. Und gestern Abend gab es dann die Bestätigung, also kein Gerücht mehr, sondern tatsächlich, die beiden Finanzinvestoren bieten hier 35 Euro je Aktie. Und damit geht es weiter nach oben für Osram. Heute noch einmal ein Schub von fast 3%. Wir sind jetzt im frühen Handel bei 33,15 Euro. Wir bleiben in der zweiten Börsenreihe. Noch einmal das Thema Platzierung jetzt auf der anderen Seite. Und da kommen wir zu Wacker. Wacker Neuson, ein Hersteller von Baumaschinen. Hier haben es die Großaktionäre, also ein Aktienkonsortium. Die Familien Wacker und Neunteufel haben ein großes Aktienpaket platziert. Fast 4 Millionen Aktien, 3,8 Millionen Aktien. Preis lag bei 20 Euro. Und das ist weniger als der aktuelle Kurs. Deswegen die Aktien auch unter Druck. Jetzt nur noch knapp 0,4%. Wir sind bei 20,96. Das Ganze, dieser Verkauf, hängt irgendwo mit vorauseilender Erbfolge zusammen. Man hält nach wie vor die Mehrheit an dem Unternehmen. Aber der Streubesitz ist natürlich entsprechend geklettert, jetzt auf etwa 42%. Aber ganz klar, Wacker und Neunteufel, diese beiden Familien, die nach wie vor die Mehrheit halten, wollen auch die Mehrheit in Zukunft halten. Wie gesagt, die Wacker-Aktie gibt leicht nach. Der DAX startet positiv und hält dieses Niveau auch leicht 0,2% im Plus, folgt damit dem relativ kräftigen Plus der Amerikaner. Gestern haben wir ja noch gehandelt. Der Euro unverändert auf relativ niedrigem Niveau und beim Goldpreis sehen wir ein leichtes Ausatmen, das wiederum auf relativ hohem Niveau. Bis später.